Herzlich willkommen am Kilimanjaro. Da ist ein Tuk-Tuk kaputt gegangen. Das Wasser ist nicht heiß, aber es ist so, so schön. Ja, hier hinten, wenn man hier durchschwimmt, das ist ein richtig tiefes Loch. Schönen guten Morgen wünsche ich euch und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute will ich meine Sachen hier packen. Mein Backpack steht schon bereit. Ich fahre mit Gottlieb, meinem Guide, zu den heißen Quellen und dann geht es zurück nach Arusha. Dann morgen, also im nächsten Video dann, geht es wieder zurück nach Sansibar. Und schaut mal. Was für ein cooler Sonnenaufgang hier heute. Jetzt hier local unterwegs und er zeigt mir hier das schöne Land und hinter dem Baum wäre der Kili, aber der schläft noch in den Wolken und hier wird überall was angebaut. Das sind alles Felder und Gärten, Tomaten, Mais, Sonnenblumen für Öl. Überall arbeiten hier die Menschen. Jetzt sind wir in einer kleinen Stadt, die heißt Sadala. Und hier ist richtig was los. Oh, hier kann man Bananen kaufen. Kochbananen. Ah ja, I like it. I like sugar cane juice. Sugar cane juice, ja, ich kann gerne auch sagen. Ja. Hier to the right. Oh, carrots. And donkeys. Da ist ein Tuk-Tuk kaputt gegangen. Jetzt wird hier erstmal der Reifen gewechselt. Fahren zwei Touristinnen auf dem Motorrad. Gibt es eine Eisenbahn? Where is the station? In Arusha? Yes, in Arusha and Moshi. Ah, okay. And then proceeding to the reservoir. To Tanga, it's possible, as well to the reservoir. Mhm. Das ist hier ein ausgetrockneter Sumpf und während der Regenzeit kann man hier nicht so einfach lang spazieren. Die Pflanzen sind hier alle Wasserpflanzen. Hier sieht man, dass die eingetrockneten Pfützen, die zeigen, dass das Wasser salzig ist. Hier sieht man überall Salzreste. Thank you.
geht's bergab. Da oben über diese Brücke sind wir gerade rüber gegangen. In dem Baum sitzt ein Affe. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber Gottlieb hat ihn gesehen. Ein Velvet Monkey. Da ist er. Wie schön das aussieht mit den Palmen hier. Und oben springen die Affen durch die Bäume. Zum Wasserfall zu gelangen, müssen wir hier durch eine Schule für, also so eine Technikschule durchgehen. Und es sieht hier richtig gut aus, obwohl es so eine staatliche Schule ist. Die Zimmer für die Studenten, die haben alle eine Klimaanlage und es ist richtig sauber und ordentlich alles. Eine Schlange. Das sind Nester von Bibervögeln. Jetzt sind wir an einem anderen Wasserfall. Hier wird das Wasser allerdings angestaut. Man kann trotzdem bis unten schauen, um mehr Druck zu erzeugen, weil das Wasser genutzt wird. Wir sind hier an den heißen Quellen und es ist so schön. Das Wasser ist ganz warm und man kann hier ins Wasser springen. Und das Lustigste ist, das blende ich euch mal gleich ein, hier sind so Fische im Wasser, die die trockene Haut abknabbern. Und das ist ganz lustig, wenn man das nicht weiß. Ich stand an der Leiter und plötzlich haben alle Fische an mich rumgeknabbert und ich dachte, boah, was ist jetzt los? Und ja, dann habe ich das erstmal ausprobiert und eine Weile zugelassen. Total lustig. Wasser ist nicht heiß, aber es ist so, so schön. Ja, hier hinten, wenn man hier durchschwimmt, das ist ein richtig tiefes Loch, wie ich letztes Jahr in Albanien auch gesehen habe. Ich kann es ja mal hier oben einblenden, das Video. Und ja, da kommt das Wasser aus der Erde. Es ist aber nicht eiskalt wie letztes Jahr in Albanien, sondern es ist richtig warm. Und ja, man kann hier halt hin und her schwimmen und die Strömung geht von da nach da. Das ist echt schwierig hier zu schwimmen, aber es ist machbar. Ja, schaut euch doch mal an, wie schön es hier ist. Jetzt ist die schöne Tour vorbei. Jetzt fahren wir zurück nach Arusha.
So, das war wieder ein wunderschöner Tag hier in Arusha in Afrika. Wir waren bei diesen Quellen, die haben mir so gut gefallen. Ich glaube, niemand, der von Deutschland oder Europa aus nach Nordtansania kommt, kommt auf die Idee, warme Quellen zu suchen, sondern alle gehen auf Safari oder also in die Serengeti oder vielleicht noch zum Kilimanjaro. Aber niemand sucht hier heiße Quellen und ich bin so froh, dass ich euch das zeigen konnte, wie schön das dort ist. Hat euch das Video gefallen? Dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Und wollt ihr weitere Videos sehen? Dann einfach Kanal abonnieren. Danke, tschüss, bis nächste Woche.